sind Adrians professionelle Meeting-Notiz und eine Backwerktüte. Ja, vor allem Backwerk halt, ne? Macht auch ja nicht im besten Licht. Backwerk ist geil. Und der Stift. Wow. Mit dem diese ganzen Notizen geschrieben wurden. Kreative Köpfe brauchen solche Notlösungen. Ja. Think outside the box, sag ich mal. Hallo Leute. An diesem sehr kalten Donnerstagmorgen in Köln. Wir sind zu dritt, Team Consider Cologne. Adrian ist am Start. Reunited. Consider Lena ist am Start. Lisa ist missing. Also sie ist nicht missing. Nee. Wir sind auf dem Weg zu Chamonix. Oh mein Gott. Und Leo war ja noch nie da, oder? Du warst noch nie da. Nee, ich war noch nie bei Das erste Mal, dass du Mirko siehst. Ja. Weißt du noch, vor einem Jahr hat das alles begonnen, dass wir uns hier in Ehrenfeld bei Zeit für Brot das erste Mal kennengelernt haben. Und jetzt lernst du das erste Mal Mirko kennen. Oh mein Gott. Sieht so aus, als würde ich so auf jeden Preis kommen raus, irgendwie auch YouTuber werden wollen oder ja, so. Oder? Ja, komplett. Ich will diesen schon Fame. Ein bisschen auf den Fame. Ich stehe auf diesen Moment, wenn die Kamera lichtert, wenn dieser Record-Button angeht und einfach dann, ich weiß, ich bin jetzt auf Kamera. Ja, ich weiß, ich stehe auf dem Moment auch total. Das gibt mir so richtig was. Wir bringen ja unseren eigenen Consider Cologne Kaffee mit Chamonix raus. Das ist nach wie vor tagesaktuell, Leute. Wir haben es nicht vergessen oder so, sondern wir arbeiten seit Monaten hart daran. Das ist doch jetzt der Blog, wo es gelauncht ja, wird. Hart daran, dass es klappt. Und es klappt. Es klappt. Wir gehen jetzt heute zu Chamonix und gucken uns den finalen Kaffee an. Und wenn ihr diesen Blog seht, müsstet ihr ihn kaufen können. Ja. Hoffentlich. Let's aber hope so. Meter nochmal Speer. Meter nochmal Speer. Dazu später nochmal Speer. Oh, schön weihnachtlich haben die es hier. Guck mal, wo wir sind, Leute. Oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Jetzt kommt unser Kaffee. Haben wir die noch gar nicht gesehen? Nein, nur Foto. Also, das ist unser Kaffee. Das wird jetzt oh mein Gott, ist das viel. Das ist nur ein Bruchteil von dem. Oh mein Gott. Ja, so sind die. Oh, so schön. Wow. Also schon allein der runde Sticker. Wow. Ja. Coffee with Consider Cologne. Und ich habe richtig Gänsehaut. Dream come true. Oh mein Gott, das ist so schön. Vielen Dank. Und hier stehen die Säcke rum mit unserem Kaffee. Das ist der kolumbianische. Nee, das ist der brasilianische. Und das ist der kolumbianische Kaffee. Er sieht auch so anders aus, bevor der geröstet wird. Das ist echt krass. Cool. Wir mischen jetzt einmal unseren eigenen Blend selbst zusammen und wiegen den ab und füllen den ab. Was ist das jetzt? Das ist Brasiliano. Der Brasilianer. Okay. Und jetzt La Granja! Weich! Sieht aus wie diese Dinger, die man früher im Kaufladen hatte. Ja. Aber eine riesige. Ja. Prost. Beste Kaffee, den ich nie getrunken habe. Ja, was anderes darfst du jetzt auch nie wieder sagen oder das trinken. Ist, mit der Zeit wird er immer besser, ne? Mit der Zeit nach der Konzeptionierung. Der schmeckt einfach geil, auch ohne Milch. Filterkaffee, ne? Oder wie wird der gemacht? Also den haben wir jetzt mit Milchfilter gemacht, ja. Genau. Das ist ja, so krass. Den kannst du aber auch super ins Herdkännchen oder sowas reintun. Das schmeckt auf jeden Fall anders als das, was man daraus kennt, weil man ja eher einen kräftigen Espresso oder sowas da reinmacht. Aber das ist total geil. Also es ist einfach was geht anderes. Es ist ja genauso wie das als Filterkaffee anders schmeckt. Ja. Ah ja, perfekt, weil das habe ich mich noch nicht getraut. Ich habe mir jetzt immer in der French Press gemacht, weil ich dachte, das ist der Kaffee, soll man nicht im Espresso-Koffer, also in diesem kleinen Kännchen machen, aber dann wissen wir jetzt Bescheid. I can't believe it. Wir haben eine Kiste, wo unsere Sticker noch nicht drauf sind. Die werden wir jetzt selbst bekleben und signieren. Ich gebe euch meine Vorlage. Okay, Lena, gib dir Mühe. So sehen die aus. Kein Problem. Man muss natürlich sagen, es sind nicht alle Kisten signiert, ne? Nee, also, eine Kiste. Das ist jetzt eine besondere Kiste für 20, die, Kinder, die Glück haben. 20 Kaffees sind signiert. Das perfekte Stativ. Kann ich eine mitnehmen? It went by so fast, I barely did see. Eins. Gute Reise! We love you! Jedes Bündchen lieb!
Ihr seid ein bisschen albern. Man darf euch einfach keinen Kaffee geben. Hallo? Erstens ja, man muss uns Kaffee geben. Und zweitens, natürlich dürfen wir jetzt ein bisschen albern sein. Man darf doch ein bisschen stolz darauf sein. Hallo? Wir sind jetzt Mittagessen. Nach so viel Kaffee brauchen wir erstmal Food. Ich habe nämlich heute noch nichts gegessen. Wir sind bei Le Cizel, heißt es. Le Cizel. Die machen türkische Manti mit mega geilen Toppings. Minze. Sieht gut aus. Nee, danke. Yummy. Ich habe uns noch Nachtisch mitgenommen bei Zeit für Brot. Eine Zimtschnecke und Karottenkuchen. Nervennahrung und außerdem bin ich hormonell. Du auch? Schon wieder? Wir sind ja, natürlich. Wir sind halt mein BFF-Goals, Leute. Wir haben zur gleichen Zeit unsere Tage. Eine gute Freundin, wie ich bin, habe ich nur eine Gabel mitgebracht. Ja, ist gut. Sind inzwischen bei mir. Wie man vielleicht erkennen kann. Wir machen jetzt uns erstmal einen Coffee. Unseren eigenen Coffee mit unserem eigenen Milchschaum. Weil Milch bringen wir auch demnächst raus. Unsere Choice of Milk. Guckt euch das mal an. Jetzt ist da noch so ein Propeller. Magic! Wie stolz bist du auf einer Skala von 1 bis 100? 1000. Weil diese neue Frisur, die ich mir angehängt habe und die Haare sind halt so kurz vor dem Dutt, dann geht halt nur das und Dutt ist halt live. Dutt ist live. Ja. Guck mal, das sieht aus, als hätte ich jetzt zwei Bocken. Ja, wir dürfen wir zeigen euch jetzt nochmal official alles, was es neu gibt. Ab jetzt quasi, ab diesem Zeitpunkt, wo ihr das hier seht. Aber jetzt schon Sneak Peeks, aber womit fangen wir denn an? Also wir hatten euch ja im Sommer von unserer Freundschaftspostkartenserie erzählt. Die besteht momentan aus 3 Versionen, gelb, grün und hellblau. Freundschaft ist, wenn man sich ohne Worte versteht. Das ist mein Favorit. Freundschaft ist, wenn man sogar Essen teilt. Freundschaft ist, wenn man vorbeikommen darf, obwohl Chaos herrscht. Und wir lieben diese Postkarten über alles. Ja. Wollten jetzt aber... Und ist bewusst, dass da ein Rechtschreibfehler drauf ist. Aber das gehört zum Chaos dazu. Ja, wir wollten eine neue Farbrange. Wir haben so ein bisschen was Dunkleres. Geht natürlich nicht um die Farben eigentlich, sondern um die Sprüche. Nee. Und die Sprüche sind eure Vorschläge. Also wir hatten ja nach Vorschlägen gefragt, was für euch Freundschaft ist, was ihr cool findet. Und wir haben 3 Sprüche dann ausgesucht, die wir ganz besonders schön fanden. Für alle diejenigen von euch, die in einer Fernfreundschaft sind, wie wir es ja auch teilweise sehr lange waren. Freundschaft ist, wenn Nähe keine Frage der Entfernung ist. Das ist so ein ganz dunkles Grün. Sehr ähnlich zu dem auf unserem Notizbuch, aber ein bisschen farbintensiver. Und oh mein Gott, das ist so schön geworden. Dann, Freundschaft ist, wenn man Herzschmerz nie alleine durchstehen muss, in dunkelblau. Oh, so schön. Super schön. Die passen vor allen Dingen auch alle so gut zusammen. Und jetzt unser absoluter Favorit. Jawollo. Freundschaft ist schön. Echt wie so ein bisschen Sommer-Collection. Winter-Collection. Ja. Man muss dazu sagen, also die waren ja auch schon nicht in unbegrenzter Stückzahl. Die hier sind jetzt in einer ganz, ganz kleinen Auflage. Also das ist wirklich quasi wie so eine Limited Edition, wie so eine Art Sammlerstück sozusagen. Also davon haben wir echt nicht viele produzieren lassen. Ja. Und Adrian macht's möglich. Adrian ist der Beste. Ihr könnt euch die Postkarten auch im Dreier-Set bestellen. Also ihr könnt eure 3 Favoriten quasi zusammenstellen. Ihr könnt auch von einer Postkarte 3 auf einmal nehmen und dann gibt's einen Rabatt als Setpreis. Dann, so viele haben wir nachgefragt. Ja. Er ist zurück und zwar in einer neuen, verbesserten, noch schöneren Auflage der Weekly Planner Deluxe. Einmal kurz, nur damit ihr Bescheid wisst, die Version, die wir jetzt in die Kamera halten, ist eine improvisierte Version, weil wir die Finale leider gerade noch nicht da haben. Das ist jetzt von Hand von Leonie selber zusammengesetzt. Die Spirale, genau, die wir ausgesucht haben, mit dem Planner, der schon vorher fertig war. Aber der Weekly Planner wird schon genau so aussehen, nur halt eben schöner zusammengesetzt. Dann haben wir auf euer Feedback gehört, dass es jetzt mehr Seiten gibt. Also es gibt jetzt 60 Seiten in dem Planner, sodass er auf jeden Fall für ein Jahr reicht und eventuell noch irgendwie, falls man sich mal verschreibt oder eine Seite rausreisen muss, aus welchem Grund auch immer, mal was verkleckert oder so,
geht das alles klar. Bonus. Größte Neuerung, finde ich, was den Kalender einfach nochmal tausendmal schöner macht, ist, wir haben uns jetzt für so ein cremefarbenes Papier entschieden. Munkenpapier nennt sich das, nicht mehr weiß, sondern cremeweiß jetzt. Und wir haben auch die Pinselstriche minimal angepasst. Das ist jetzt eher so ein grau-altrosa. Dann haben ganz viele von euch sich ein Backblatt gewünscht. Und das fanden wir auch sehr viel praktischer, einfach weil man ihn dann jetzt quasi zuklappen kann und in die Handtasche tun kann. Weekly Planner 2.0. Mehr Blätter, anderes Papier, ein bisschen eine andere Farbgebung und ein Deckblatt. Und wir lieben ihn. Also wenn ich den alten schön fand, finde ich den halt noch tausendmal schöner. Ja. Das ist echt der Hammer. Das Notizbuch gibt es auch aktuell noch zu kaufen. Also falls ihr es im Set kaufen wollt, das sieht auch einfach so schön zusammen aus. Also ich meine, guckt euch das an. Es ist auch übrigens genau das gleiche Notes. Also das haben wir übernommen mit Absicht halt, weil das einfach schön zusammenpassen sollte. Also falls ihr mehr Platz für Notes braucht, hier könnt ihr eure Notes unterbringen. Oder auch, wenn ihr nicht so Tischplaner seid, sondern Bullet Journal Person. Und jetzt Nicht-Schreibwaren, unser erstes Nicht-Schreibwaren-Produkt. Wovon ihr jetzt schon tausend Sachen gesehen habt. Jetzt ist auch der Kaffee endlich erhältlich. Aber was wir zum Beispiel noch nicht dazu gesagt haben, ist, es sind Bohnen. Wir haben uns nach sehr viel Überlegung dazu entschieden, dass wir ganze Bohnen verkaufen. Denn als wir rumgefragt haben, was ihr so trinkt und wieso euer Gefühl ist, was gut wäre an Kaffee, gab es irgendwie keine sonderlich einheitliche Antwort. Also jeder trinkt seinen Kaffee irgendwie total anders. Super viele verschiedene Versionen, den zuzubereiten, super viele verschiedene Maschinen, mit denen man das machen kann. Es war so breit gemischt, dass wir am Ende dachten, das ist irgendwie der kleinste Das ist irgendwie das Optimalste, sodass halt irgendwie jeder damit dann anstellen kann, was er will. So. Genau, und vor allen Dingen halten ganze Bohnen auch einfach am längsten frisch. Und uns ist es natürlich besonders wichtig, dass wenn wir Kaffee einlagern irgendwo, der auch eine Weile hält, der muss ja auch noch verschickt werden, der liegt dann vielleicht bei euch auch noch eine Weile rum, vielleicht wird der verschenkt, wie auch immer. Uns war es halt sehr, sehr wichtig, dass der einfach lange haltbar ist, deswegen sind es Bohnen. Und der das Aroma halt auch lange gut ist. So. Ja, das meine ich Könnt ihr den natürlich in jeden Vollautomaten tun oder ihr könnt den selbst malen mit so einer kleinen Mühle, wie ihr das gerade gesehen habt. Hat Lena auch eine zu Hause, können wir euch auch mal in der Infobox verlinken. Man kann auch Kaffeebohnen in Kaffeeläden bringen und die da malen lassen. Ihr fragt halt mal rum in eurem Freundesbekanntenkreis. Es gibt sehr viele Leute, die tatsächlich eine Kaffeemühle haben, die sie aber vielleicht auch gar nicht so oft benutzen oder so. Man kann den sich auch einfach malen und dann hält er sich auch ein paar Wochen gemahlen oder das Aroma hält sich auch ein paar Wochen gemahlen, aber halt nicht unbegrenzt. Vor allem sollte man ihn dann immer wieder luftdicht verschließen. Und ihr könnt natürlich dann auch den Mahlgrad beeinflussen, entsprechend eurer Zubereitungspräferenz sozusagen. Also für die French Press soll er ja immer ein bisschen gröber gemahlen sein, für so Espresso-Kocher ein bisschen feiner. Wenn ihr den im Filter macht, was eigentlich, sag ich mal, die von Chamonix empfohlene Version ist, ihn zuzubereiten, im Kaffeefilter dann natürlich auch nochmal anders gemahlen. Also ganz wie ihr mögt. Ihr könnt alles damit anstellen, was ihr wollt. Ihr könnt euch auch einfach ins Regal stellen und euch drüber freuen, wie hübsch diese Packung aussieht. Ich meine, ist das nicht die schönste Kaffeeverpackung der Welt? Auch der Kaffee ist in gewisser Weise limitiert. Wir haben eine Stückzahl vorproduziert, die jetzt wirklich schon geröstet ist, verpackt und bei uns im Lager eingelagert wurde. Wenn der Kaffee dann ausverkauft ist, dann könnt ihr vorbestellen. Also dass ihr einfach sozusagen schon mal wirklich fest bestellen könnt, dann ist alles schon abgewickelt, Bezahlung, alles. Und dann wird sofort, wenn alles ausverkauft ist, sozusagen neu geröstet, neu geliefert. Verpackt. Und dann kommt es zu euch so schnell, wie es geht. Gleiches gilt für den Weekly Planner, also für alles andere auch. Eigentlich müssten wir diesmal genug für alle haben, aber man weiß ja nie, wenn der jetzt doch überraschenderweise wieder so schnell ausverkauft sein sollte wie letztes Jahr, dann könnt ihr auch den vorbestellen und dann produzieren wir neue. Keiner soll ohne sein. Dann müssen wir jetzt zum Abschluss leider noch sagen, es ist natürlich jetzt alles sehr knapp. Deswegen können wir nicht unbedingt garantieren, dass alles noch vor Weihnachten ankommt. Kann durchaus gut sein, dass es vielleicht erst nach Weihnachten was wird. Also seid uns bitte nicht böse. Wir können die Post leider nicht beschleunigen. Nee. Und sprechen euch auch hoch und heilig. Es wird auch nach Weihnachten genauso gut schmecken. Ja. Wahrscheinlich haben wir irgendwas vergessen, aber das können wir dann noch hinzufügen. shop.consulacologne.com ist eine Infobox verlinkt. Ich bin auch mega aufgeregt. Ich freue mich total. Guti. See you later. In the shop.